Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben den 1. Dezember. Es ist jetzt so circa kurz vor 9. Ich komme gerade aus der Dusche, deswegen habe ich noch das Handtuch auf dem Kopf. Und wir beginnen heute mit dem Unboxing der Adventskalender. Ihr seht hier schon ein paar stehen hier noch auf dem Boden. Und drei Türchen liegen quasi auf dem Tisch. Das ist das von meinen Mädels. Ihr könnt euch also jetzt im Dezember jeden Tag auf mindestens ein Video freuen. Also die Adventskalender kommen auf jeden Fall jeden Tag online. Und dann gibt es zwischendurch wahrscheinlich noch den einen oder anderen Foodhaul. Dann habe ich noch einen Drogerieeinkauf für euch. Und Shein wollte ich euch ja auch abdrehen. Und vielleicht auch noch ein paar Sammlungsvideos. Ich muss mal gucken, wie mir im Dezember so die Zeit reicht, weil ich eigentlich recht verplant bin. Und wie man es vielleicht auch noch hört, ich bin noch so ein bisschen angeschlagen von der Stimme her. Ja, genau. Es gibt den ganzen Dezember durch ein Unboxing von den Adventskalendern, zumindest von den Mädels, weil da gehen ja die Türchen bis zum 31. Das hatten wir uns ja dieses Jahr so überlegt und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich möchte heute beginnen mit, die Auswahl ist riesig, es sind insgesamt 9 Stück. Wir fangen heute einfach mal an mit Essie. Ja, lasst uns mit Essie anfangen, das steht hier auf der Couch. Nehmen wir den. Also, ne, so sieht der aus. Eingepackt kam der ja so, total klein und niedlich. Und wenn man das richtig nachher macht, kann man den zu einem Adventskalender umbauen. Den gibt es übrigens aktuell online bei DM reduziert, ich glaube, auf knapp 40 Euro oder so. Ja, genau. So, dann gucken wir mal. Ich finde den mega schön vom Design dieses Jahr. Also ich muss sagen, dass sie sich bei allen Adventskalendern ganz, ganz viel Mühe gegeben haben. Aber mein absolutes Highlight ist tatsächlich der von Rituals. Ja, so, also, dann fangen wir mal an. Hier ist die 1. Oh, geht gleich los mit einem Expressi. Trocknet in etwa einer Minute, steht dort. Und das ist ein wunderschöner Fliederton. Ich zeige es euch gleich genauer. Ich will nur nicht, dass mir hier was runterfällt. So. Da ist der und ich finde den mega, mega schön. Das ist mal eine ganz tolle Farbe. Ich hatte den in so einer Nuance dunkler von Sally Hansen. Den müsste ich dieses Jahr sogar gekillt haben. Kings of Shadow hieß der. Und das gute Stück heißt Skate with Destiny 430. Ja. Ich finde es mega, mega schön und freue mich. Es ist aber auch ein Frühlingston. Apropos Nägel, ich habe sie gestern noch so ein bisschen weihnachtlich gemacht. Der goldene, den ihr hier so drauf seht, der ist aus dem letzten Jahr vom Essie Adventskalender. Und der rote, den habe ich von Sarah bekommen. Nailsberry, glaube ich, heißt die Marke. Ja, genau. Zurück zu dem. Ich finde es großartig. Also super, super schön. So, dann machen wir weiter. Das ist der von Rossmann. Den habe ich euch nicht mehr in einem Haul gezeigt. Den gab es für 19,99 € und da sind alle Rossmann-Marken bei. Und das ist ganz verschieden. Also da kann auch ein Chai Latte und so weiter drin sein. Und wir gucken einfach mal, wo jetzt hier die wunderbare Nummer 1 ist. 5,24,91 €. Da. Okay. Kommt dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es den letztes Jahr auch gegeben hat, in so ein Pappschächtelchen. Ich werde alle Pappschächtelchen aufheben, weil ich mir sicher bin, dass es nächstes Jahr für die ein oder andere auch wieder einen Adventskalender gibt. Und da sind die vielleicht auch gar nicht so schlecht. Okay, hier steht übrigens noch drauf Recovery Legs. Und, oh, das ist schön. Isana Augenpads, Schneegestöber, erfrischend und abschwellend. Abschwellend, Entschuldigung, ist früher Morgen. Das sind die. Cool, cool, Limited Edition, freue ich mich drauf. Packe ich im Kühlschrank. Falls ihr hier irgendwas in einem Video mit mir getestet haben wollt, schreibt mir das gerne. Dann können wir das gerne machen, wie zum Beispiel so Augenpads oder so. Richtig, richtig cool. So, dann kommen wir mal zu Balea. Ups. Den finde ich dieses Jahr auch vom Design. Achso, ne? So. Wunderschön. Mit diesem Eichhörnchen. Bei mir auf dem Hinterhof leben übrigens Eichhörnchen.
Und ein Häschen, also ein richtiger Feldhase wohnt das. Kein Kaninchen, ist wirklich ein Feldhase, der hat ein paar Löffel, ich sag's euch. Den sehe ich ganz oft morgens beim Gassi gehen mit Clara oder halt spät abends und richtig, richtig süß. Ja, also den von Badea, den gab es für 14,95. Ich hatte noch überall so viel Gutscheine und Payback-Punkte und deswegen habe ich mir ja, ein paar halt dieses Jahr gegönnt. Wo ist denn hier die Nummer 1? Da ist die Nummer 1. Okay, ich öffne. Moment. Okay. Bei Balea gab es dieses Jahr oder gibt es dieses Jahr ein Waschgel, The Most Wonderful Time. Das ist schön. Das ist eine niedliche kleine Größe. Ich lasse das auch erstmal zu. Es ist ein tägliches Waschgel. Befreit die Haut sanft von Schmutzpartikeln, Ablagerungen und Make-up-Resten für eine gründliche Reinigung von Gesicht und Augenpartie. Ja, 20 Milliliter ist vegan. Freue ich mich drauf. Ich ja, finde sowas halt toll. Genau. So, dann haben wir den hier. Der ist von Flaconi. Von Flaconi. Den hatte ich mir noch geholt. Hatte ich euch das im Haul-Video gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn mir mit einem riesen Rabatt geholt und habe dann, glaube ich, nur noch 46 oder so bezahlt. Also es war in Ordnung. Ne? Und da muss ich aber auch sagen, wieder, danke Carina, dass du mich anfixst. Weil, oh, die 1 ist hier unten und die ist total groß. Okay. Moment. Ja, sie fixt mich halt immer an, weil sie dann immer sagt, oh, ich habe mir das und das und dann gucke ich halt auch, ja. So kam auch eine Kiko-Bestellung zustande. Also Flaconi, die 1. Oh, geht gleich los mit Ampullen von Babur. Richtig, richtig gut. Die Hydraplus, die Multivitamin und die Lift Express. Cool. Oh, freue ich mich. Ich liebe ja Ampullen. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir noch den von der Pink Box. Oh Gott. So, da haben wir es. Ja, schwer ist der. Der ist richtig schwer. Was ist denn hier die 1? 17, 8, 4, 16, 7? Da oben. Okay. Der will nicht. Jetzt. Moment. Ich habe immer so Angst, dass mir irgendwas umfliegt. Make it better December to remember. Auch sehr, sehr hübsch verpackt. Also richtig gut. Nochmal geguckt, ob es jetzt wirklich die 1 ist und nicht schon die 8 oder so. Ich krieg das nicht auf. Doch jetzt. Von Bare Minerals, Ageless und Peeling. Auch sehr, sehr cool. Freue ich mich auch mega drauf. Kann man auch nie genug von haben, von dem Peeling. Von dem Peeling, oh Gott. Von dem Peeling. Es ist früh, es tut mir leid. Das ist übrigens vegan und glutenfrei hier, das Ding. So, und dann kommen wir zu dem von Rituals, der auch extrem schwer ist und sehr, sehr gut riecht durch die Verpackung. Ach Gott. Da haben wir ihn. Könnt ihr das erkennen? Es ist so schön. Es ist ein Weihnachtsbaum und ich finde den so schön. Also das hier musste man halt selbst noch ansetzen, ne? Die Seiten und das hier oben. Aber das ist so, so, so schön. Ach, ich lasse euch. Hier ist die 1. Okay, ich krieg den nicht auf. Oh Gott. Ich fummel noch. Moment. Ich krieg den nicht auf. Doch jetzt. Oh, geht los mit einer Kerze. Ich glaube, das war letztes Jahr auch so. Letztes Jahr waren die Gläser aber nicht durchsichtig, sondern in so einem Grünton, wie auch immer. So, wartet. Ihr müsst wieder nach unten.
Und das riecht nach Vanille, diese Kerze. Und das ist ein angenehmer, parfümiger Vanilleduft. Richtig, richtig schön, freue ich mich drauf. Sehr, sehr cool. So, ich hatte ja überlegt, ob ich diese ganzen Verpackungen aus den einzelnen Kalendern rausnehme, aber dann weiß ich nicht mehr. Also ich könnte mir das vorstellen, dass ich es dann irgendwann nicht mehr weiß, von wem was ist. Deswegen lasse ich das da alles so drin. Und wir müssen dann jeden Morgen, jedes Jahr, nein, jeden Morgen einmal dann ein bisschen schauen, was jetzt was ist. Genau. So, und dann kommen wir zu meinen Mädels. Also, Sarah hat mir einen alten Glossybox-Adventskalender vererbt, also den es letztes Jahr gegeben hat. Und dann hat sie mir das alles hier so schön eingepackt. Von Uli gibt es dieses Jahr rotes Geschenkpapier. Und von Karina gibt es was mit Wichteln. Hat sie gedacht, passt hier so gut in mein Wohnzimmer, weil ich habe hier so Kissen, habt ihr wahrscheinlich vorhin gesehen, mit Wichteln drauf. Und ich habe hier auch welche sitzen, Herbert und Fred. Und ja, auf jeden Fall das hier. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt anfangen soll. Aber wir fangen mit Sarah an. Ja. Habe ich gestern gerade mit gebadet, liebe Sarah. Und zwar Winter Fairy Tale von Draco Moon. Nochmal die Dusche. Nüt, nüt, nüt. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Ich liebe das. Das gibt es ja diesen Winter auch als Handcreme und als Peeling und richtigen Badezusatz und Duschgel. Und ja, genau. Also ich habe gestern mit der Dusche tatsächlich, damit dusche ich nicht, sondern ich bade damit, dann habe ich einfach mehr von, als wenn ich es unter der Dusche anwende. Ja, deswegen, ich freue mich total. Auch das hebe ich auf, weil, wie gesagt, nächstes Jahr gibt es bestimmt den einen oder anderen Adventskalender, der befüllt werden möchte. Von Uli, die 1. Kleinen Moment. Okay, Uli möchte, dass ich eine Eule bin. Habe eine Tuchmaske. Ich glaube, die ist von Action, ne? Da gab es ja auch den Fuchs und so von. Freue ich mich sehr drauf. Okay, der soll die Poren so ein bisschen reinigen und so weiter. Also diese Maske soll das machen. Und ja, richtig, richtig cool. Vielen Dank. Ich freue mich aufs Testen. So, und jetzt kommen wir zu Karina. Das hat übrigens ihr Mann eingepackt, der liebe Paddy. Weil Karina mag nicht gerne einpacken. Aber ist auch gar nicht schlimm. Ist immer gut, wenn man dann jemanden hat, der es macht. Ich liebe es ja zum Beispiel total, so die ganzen Kleinigkeiten für die Mädels einzupacken. Und ja, so. Oh. Gleich zwei Sachen von Karina. Einmal die Mickey Maus Maske. Ich glaube, die gab es auch bei Action, aber ich habe die nie bei uns gesehen. Richtig, richtig cool. Die soll auch die Poren reinigen und Dreck und Öl von der Haut nehmen. Finde ich richtig, richtig gut. Und hier auf dieser Maske sollen wohl so ganz kleine Mickey-Mäuse auch drauf sein. Und natürlich, wenn es Mickey gibt, gibt es auch Minnie. Richtig, richtig gut. Die soll Feuchtigkeit spenden und ein bisschen, dass man refreshed aussieht, also ein bisschen frischer im Gesicht. Richtig, richtig cool. Auch da freue ich mich aufs Testen. Ja, ihr Lieben, der 1. Dezember ist rum. Das war die Ausbeute von den Adventskalendern. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen und dann freue ich mich, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.